Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Medieval Dynasty. Wir haben ja hier das letzte Mal aufgehört. Ich habe nur schnell mal zwei Fackeln hergestellt, dass wir auch Licht haben. Und wir gehen ja heute nach Skauki runter. Jetzt wollte ich nochmal gucken. Genau, wir werden auf jeden Fall diesen Weg entlang laufen hier. Einfach um auf Nummer sicher zu sein, dass uns auch wirklich nichts überfällt, wobei sicher sein kann man ja da nie. Kann also jederzeit passieren. Ich denke, dass ich die Fackel jetzt nicht unbedingt brauche. Was würdest du verlangen, um nach Skauki zu reiten? How are you? Mit Fahrgelegenheit? 210 Münzen. Alter. Good luck. Ja, dankeschön. Good luck werden wir auf jeden Fall brauchen. Also wenn es so ist von der Helligkeit, dann würde ich sagen, mache ich keine Fackel an. Das lohnt sich dann nicht. Aber wir brauchen was zum Essen, sehe ich gerade. Ne? Wir sollten auf jeden Fall was essen. Salzstangen haben wir. Oh. 5 Nahrung, minus 20 Wasser. Nee, da haben wir minus 5 Wasser, glaube ich, oder? Nee, 10% geringerer Lebensmittelverbrauch. Dann essen wir mal die 2 Trockenfleisch. Damit sind wir auf jeden Fall schon mal wieder etwas gefüllt. Zumindest für ein paar Sekunden haben wir dann weniger Lebensmittelverbrauch. Die Überlegung ist natürlich schon, ob ich nicht den Umweg mache, doch nochmal übers Dorf. Ne? Aber das ist wirklich ein großer Umweg. Und ich denke jetzt nicht, dass ich allzu viel Sachen einsammeln werde, weil ich möchte nämlich durchkommen. Oder wir schlafen. Das könnte man natürlich auch machen, dass wir uns ein Feuerle herstellen und dann einfach mal die Nacht hier im Freien verbringen. Dass wir dann eben auch sehen, wenn irgendwas auf uns zukommt. Das könnten wir eigentlich probieren, ne? Nimm mal deinen Hammer in die Hand. Und schau mal, Feuer. Uns fehlen allerdings Sticks. Machen wir Flamme. Vielleicht, dass wir noch ein paar Sticks sammeln. Boah, so gespenstisch. Zweige. Am besten nur die Zweige, die wirklich hier in der Nähe sind. Nee. Das sind zwar immer so Büsche, aber Zweige sind nicht wirklich dabei. Ne? Machen wir mal die Flamme wieder aus. Ich weiß nicht, ob einen da nachts Räuber überfallen können. Ich habe keine Ahnung. Ob da die Wahrscheinlichkeit höher ist. Jetzt haben wir schon mal 15. Da ist auch noch einer. Dann könnten wir jetzt halt hier im Sumpf vielleicht mal übernachten. Lagerfeuer, ein kleines, hier direkt beim Weg. Geht er raus? Dann machen wir doch das. Wir schlafen jetzt einfach hier mal. Wasser haben wir ja direkt vor der Nase. Ich weiß zwar nicht, ob das so gesund ist hier mit dem Wasser, aber okay. So, das zerstören wir natürlich wieder. So, nimm dein Speer in die Hand. Dann trinkt man einen Schluck. Dankeschön. Aber wie gesagt, sauber werden wir hier nicht. Oh, gibt es hier irgendwelche Seerosenpflanzen? Nee, ne? Schade. So, da habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt, da gehe ich jetzt nicht hin zu dieser Ruine, weil das ist mir ein wenig zu gefährlich, dass ich da Sachen einstecke und dann überladen bin. Wenn es nämlich hier hart auf hart kommt und ich muss wegrennen, dann ist natürlich jedes bisschen Energie, was ich habe, gut. Weil ich weiß nicht, gibt es hier Wildschweine, gibt es hier, naja, Bären wird es jetzt halt hier nicht geben, aber vielleicht Wölfe oder sowas. Ich bin schon sehr hellhörig. Hirsch. Wenn ein Hirschjagdgebiet da ist, könnte natürlich sein, dass Wölfe auch in der Nähe sind. Kann sein. Muss nicht sein, aber kann sein. So. Skauki und Piastofia. Da vorne ist zum Beispiel
ein Lager, so wie es ausschaut. Aber wie gesagt, das ist mir ein bisschen zu gefährlich, ne? Ich will ja schon gerne hinschauen, aber wenn hier Räuber sind. Okay, sehen tue ich jetzt keinen. Dann wagen wir es doch einfach mal. Kupferspeer. Na hallo. Gallenröhrling brauchen wir jetzt nicht. Stock. Schade, dass man den Gestell nichts wegmachen kann. Da ist so ein Gerberding. Oh, da steht ein Geldbeutelchen. Na? 75 Münzen. Her damit. Ich glaube, wenn hier Räuber sind, die wollen das auch nicht, dass man sie beraubt. Großes Behältnis öffnen. Bronzepfeile, ach schön. Was bringen denn die? 45 Schaden. Cool. Pelz und Salzfleisch. Salzfleisch esse ich ja eh nicht. Habe ich jetzt dann Bären gehört? Ich hoffe nicht. So, nochmal ein kurzer Blick hier. Aber ich sehe jetzt... Upsa, ich sehe jetzt nichts weiter. Entschuldigung. Ich weiß jetzt nicht, ob man diesen Sound gehört hat, aber ich habe eine Festplatte formatieren müssen. Ich hatte nämlich da ein bisschen Probleme. Und zum Glück ist aber alles von meinen Parts erhalten geblieben. Weil ich glücklicherweise immer alles doppelt sichere. Boah, schaut es toll aus. Das ist echt so super. Es macht natürlich schon neugierig, ne, auch einmal hier drauf zu gehen, ob es da vielleicht irgendwie eine Kiste oder sowas gibt. Ne, auf so ein Inselchen hier. Aber wir sind überladen. Ne? Das ist jetzt natürlich das andere Blöde. Bogen, Bärenwein, die Apfelsetzlinge, Bronzemesser. Warte mal, wir könnten eigentlich, wenn wir jetzt schon die Bronzespeere haben, dann könnten, oder Kupfersperre, dann könnten wir eigentlich die verwenden, ne? Kupferspeer, der macht 55 Schaden. Im Gegensatz zu 20 Schaden ist das natürlich enormer Vorteil. Ich würde sagen, dass ich mit dem einfachen Anfang, der was jetzt nur noch 25 Haltbarkeit hat, genial. Beim Bogen sollte ich eigentlich dann auch eher die Bronzepfeile reintun, ne? Anstatt die Holzpfeile. Ja, ist auf jeden Fall besser. Ich meine, das sind nur 5 und irgendwann werden die auch kaputt gehen, aber der Schaden, den die machen, ist halt schon gut. Falke und Hirsch. So, wir können dann auf jeden Fall, wenn wir bei Skauki sind, mal die Leute anquatschen. Vielleicht haben wir ja das Glück und finden noch jemanden. Boah, das schaut ja so cool aus, dieser Obelisk hier, dieser große. Den habe ich schon mit Sandman zusammen gesehen, als wir unseren Bauplatz gesucht haben und da wollten wir das eigentlich als Dorfmitte machen, aber das eignet sich halt hier überhaupt nicht zum Bauen. Das bringt überhaupt nichts. So toll wie es ausschaut, aber bringen tut es nichts, weil das ist einfach... Nee. Hallo Vogel. Hallo Falke. Genau das da vorne, was man sieht, diese Höhle... Das ist ein Durchgang, also da kann man tatsächlich durch die Höhle durch, allerdings nicht ratsam, also zumindest jetzt aktuell nicht ratsam, weil da sind glaube ich ein oder zwei Bären hier vorne dran schon und auf der anderen Seite warten dann auch nochmal zwei. Hey Füchsle, Servusle, was haben wir hier? Kupfererz, im Sack ist Salzfleisch und Steine, da liegt noch mehr Kupfererz, aber das kann ich jetzt alles nicht aufheben. Ich bin jetzt halt eh schon überladen. Also wir machen halt wirklich einen Abstecher, ne? Nach Haus. Oh, wir müssten da rechts rum, ne? Hm.
Wir stehen halt jetzt genau in der Mitte, ne? Hier ist unser Dorf und da müssen wir hin. Überladen bin ich ja eh schon total. Vielleicht gehen wir dann doch einmal kurz nach Haus. Meint, so weit ist es ja jetzt nicht, ne? Und wenn ich jetzt halt hier ein bisschen die Beine in die Hand nehme, weil hier dürften keine bösen Tiere sein und auch keine Räuber, also von daher können wir mal stellenweise ein bisschen rennen. Ich will bloß hier auch nicht schneiden. Ich lese es ja immer wieder von euch und vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr das auch nicht wollt, dass ich schneide. Von daher mache ich das natürlich gern. Schauen wir mal, was wir da finden. 7 Stöcke. So, hier werde ich jetzt mal quer rüber gehen. Weil hier ist jetzt eh nichts. Dann können wir uns nämlich gleich mal ein bisschen baden, ne? Oder auch nicht. Hallo? Ich will sauber werden. Danke. Und kalt ist es dir jetzt. Ja, klar, das ist das. Ja, das ist klar, du bist jetzt im Wasser, deswegen wird es dir natürlich kalt. So, machen wir gleich einmal die Fackel an, dass wir wieder warm werden. Aber finde ich gut. Also, Schmetterlingle. Ist ja auch klar, ne? Wir haben Herbst, das ist sowieso kaltes Wetter. Und wenn du dann natürlich noch durchs Wasser gehst, dass du dann Frostbeulen kriegst, das ist auch klar. So, da haben wir es doch schon. Wir haben jetzt den 4. Tag im Monat. Das heißt, wir haben jetzt den Tag noch und dann nochmal 2 volle Tage, die wir nutzen können. Und die Quest ist aber, glaube ich, eine Main Quest, die nicht abläuft. Können wir mal ganz kurz reinsteigen. Ne, das ist eine Story Quest. Also von daher verfällt die auch nicht. Nebenquests haben wir aktuell nichts. Das hier ist auch eine Story Quest und das hier ja auch. Also von daher kann uns da nichts weglaufen. Oh, Häschen. So, schmeißen wir mal alles rein, was wir an Essen haben. Was sollen die sich drum streiten? Der Bärenwein kommt natürlich auch ins Lager. Ich würde sagen, den schmeiße ich einfach da rein. Wenn sich den jemand schnappt, dann bitteschön. Eimer mit Wasser. Ach, stimmt. Ich habe, glaube ich, die Eimer mit Wasser vergessen rauszutun, ne? Das Fleisch können wir raustun. Das Johanniskraut kommt ins Materiallager. Da steht es ja, ne? Salzfleisch. Salzstangen, die tue ich jetzt auch raus. Die sollen die sich aufteilen, wenn sie wollen. Das kommt ins Materiallager. Johanniskraut kommt auch ins Materiallager. Können wir da jetzt erst einmal noch hingehen? Schauen wir mal generell, was die hier so hergestellt haben. Jo, 38 Brennholz, 8 Bretter. Brennholz müsste man eigentlich noch mehr aufstocken, ne? Da ist schon die Überlegung. 108 Holzstämme. Ja, holla. Damit können wir auf jeden Fall was machen jetzt. Leder 18, 42 Pelze, Steinäxte sind noch drin, 6 Stück, Steinmesser sind noch drin, 7 Stück. Das ist cool. So, schauen wir mal. Der hat 47%. Ich würde gerne den Bogen jetzt halt auch mal hier rein tun. Den braucht, glaube ich, keiner außer mir. Bronzemesser würde ich mir tatsächlich jetzt selber mal behalten, wobei das könnte ich verkaufen, weil wir können echt Münzen brauchen, ne? Und ich kann einen Hasen genauso mit einem Steinmesser zerlegen, da brauche ich kein Bronzemesser. Das können wir verkaufen. Die Eimer können wir raustun, die 5 Stück, wobei das glaube ich schon wieder besser wäre, wenn ich die fülle erstmal und ins Nahrungsmittellager. Die Eisenaxt ist mal wurscht, die können wir auch verkaufen, da werden wir zwar vielleicht nur noch 70, 80 Münzen dafür kriegen, wenn es viel ist, aber was will ich mit 1,3% Haltbarkeit, ne? So, Holzspäne, die lasse ich mal einstecken. Kupferpfeil. Tu den Kupferpfeil einfach mal raus. Den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Kupfersperre werde ich.
ich denke mal, 2 Stück zumindest verkaufen. Und die anderen werde ich behalten, weil das ist als Waffe schon nicht schlecht. Steinmesser, Steinpfeile behalte ich, die Steinspitzhacke. Tun wir mal die eine hier raus. Das Säckchen tun wir hier auch mal raus. Und die vergifteten Eisenpfeile, ich weiß nicht, ob ich die nutze. Die könnten wir vielleicht verkaufen auch. Ansonsten, das passt alles. Johanniskraut kommt raus, Trank des schnellen Heilens. Sollte ich eigentlich einstecken lassen, aber ich tue die jetzt auch mal raus. Breitwegerich, Gewicht 1,23, nee, das behalte ich drin. Apfelbaumsetzlinge, die sollten wir noch ausbringen, aber die tue ich jetzt mal hier rein, weil die das ist alles Gewicht, ne? Stöcke weg, Stroh weg. So. Wieslavs altes Holzspielzeugpferd. Ich weiß nicht, besonderer Gegenstand, ein einzigartiges Spielzeug, das einmal einem Jungen aus Klonika gehört hat, der Wieslav heißt. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo dekorieren kann. Ist das möglich? Ablegen. Ich weiß nicht, kann ich das so rausziehen? Ah, okay, und dann liegt das halt einfach da, ne? Okay, dann tun wir das jetzt einfach mal hier in die Kiste. Hier ist es. Weil es hat immerhin 5 Kilo, ne? Raus damit. So. Dann weiter geht's. Weiter geht es. Und wir gehen jetzt nach. Moment, du musst dir einen Marker setzen. Hier nach Skauki. So viel ich weiß. Na gut, wir laufen jetzt halt hier wieder vor. Laufen quasi den Weg hier entlang. Dann sollten wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite sein. Ah, ich kann mir das schon gut vorstellen, wenn ich hier dann meine ganzen Felder habe. Da unten soll dann der Fischer hin. Weil ich meine, das ist ja nicht so weit weg. Und das, ich kann ja das Dorf hier wirklich nach hier unten hin ausbreiten. Und so ein kleines Hügeldörfchen ist doch bestimmt nett anzusehen. Vor allem, wenn ich das dann hier von der Brücke aus mir anschaue und dann das Dorf hier so nach oben geht. Aber halt die Baugrenze muss ich natürlich auch beachten, ne? Also ich kann hier leider nicht bauen. Aber hier können wir die ganzen Felder hermachen und dann kann sich quasi das Dorf hier so wie ein Schlauch hier nach oben erstrecken. Ich glaube, das ist bestimmt toll. Naja, sehen tut man es erst, wenn es fertig ist. Aber das wird noch eine Zeit lang dauern. Ja, das war kein guter Schuss. Läufst du jetzt richtig? Ich glaube schon. Doch, wir laufen schon richtig. Schau mal, ob es den Hasen vielleicht erwischt. Dass der wenigstens irgendwas erwischt. Ja, aber der ist schon wieder außer Sicht, ne? Da? Nein. Da? Nee. Den habe ich nicht erwischt. Ihr Glücklichen. Glücklichen Häschen. So, jetzt könnten wir. Wir könnten jetzt eigentlich mal hier einfach am Fluss entlang laufen. Vielleicht haben wir ja Glück und finden noch hier das ein oder andere Fass. Die ein oder andere Tasche oder sowas, keine Ahnung. Kannst auch Enten jagen im Grunde. Die geht unter wie ein Stein. Ente. Ja, ist doch in Ordnung. Ist doch in Ordnung. Ganz viele Steine. Ist auch ein schöner Platz hier, ne? Einfach nur ein bisschen sandig. Da drüben ist nichts.
Da drüben ist ein Fels. Ja, jager mal Ente, weil dann gehen wir nämlich da durchs Wasser. Wir müssen ja eh, glaube ich, nee, müssen wir nicht, aber wir gehen jetzt einfach mal hier durchs Wasser und einfach hier quer rüber. Na komm, weiter rüber. Yes. Ja, ja, ist in Ordnung. Kriegst du schon. Wir gehen jetzt erst einmal nur hier durch. Und dann kriegst du deine Fackel wieder in die Hand. Und dann ist auch schon wieder vorbei mit Frieren. Bisschen vorsichtig sein trotzdem. Weil ich habe mit Sandman zusammen mal so einen kleinen Fischerpunkt gefunden und da waren eben auch Räuber. Und das muss nicht sein. Die kann ich jetzt nicht brauchen. Ah, ich glaube, bei der Hütte kann man auch einiges finden, aber da müssten zwei Bären sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Da halte ich mich jetzt auch immer lieber fern. Und toll, ich kann im Wasser keine Fackel anmachen. Finde ich gut. Ja, ja, ist in Ordnung. Der friert so schnell, ne? So. Skaugi, wir sind gleich da. Dann gucken wir uns ja mal die Leute an, die da am Feuer sitzen. Ich lass dir schon Zeit. Wir trinken jetzt bloß einmal ganz kurz einen Schluck. So, und dann schauen wir erst einmal, was da vielleicht für Leute sitzen, die wir anwerben könnten. Weil wir haben jetzt halt ganz gute Reputation. So. Drei. Okay, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Ich muss mir jetzt halt nochmal orientieren. Verwaltung. Wir brauchen für, hauptsächlich erst einmal, glaube ich, für die Küche jemanden. Küche ist, denke ich mal, wirklich am wichtigsten. Und da brauchen wir jemanden, der den Amboss hat. So, Amboss 2-2, er hat 3-2-2. Also Edmund wird unser Koch. Ja, my life is super. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Wunderbar, wir sehen uns dort. So, Edmund, dann gehe ich jetzt gleich mal in die Verwaltung. Dann haben wir nämlich für einen Edmund ein Haus. Und zwar der Edmund Koch ist es. Bestätigen. Und Arbeitsplatz die Küche. So, damit solltest du Happy Deppy sein. Ja, und dann ist da oben nämlich nur noch eine 3. Also wir haben jetzt halt noch 3 freie Arbeitsplätze. So, gehen wir nochmal rein ganz kurz, weil ich jetzt nicht weiß, was ich da eingestellt habe bei der Küche. Ich glaube nur Fleisch oder so, kein Material. In Arbeit. Da haben wir eh noch kein Material. Das heißt, da wir noch keinen Fischer haben, ne? Ich tue mal das dann wieder runter auf 0. Und das dann machen wir jetzt einfach mal zu 100%. Da bin ich jetzt mal gespannt. Schauen wir mal bei die Jäger rein. Also 1927, das heißt, wir brauchen 1927 Fleisch jeden Tag. Was schafft der Jäger? Das sind ja immerhin 2, ne? 18. Okay, ich möchte aber das Leder auch nicht unbedingt runterbringen, ne? Die sind schon Gesamtfertigkeit auf Jagen 6. Ja gut, er verkocht halt dann einfach das, was es gibt und dann ist gut, ne? So, häusermäßig haben wir jetzt allerdings, doch da, Sparen haben wir noch für die Holzfäller. Wir könnten jemanden für den Brunnen brauchen und den oder die können wir ja quasi dann bei jemand anderem mit reinschmeißen.
Welchen Brunnen haben wir gesagt, brauchen wir, glaube ich, die Spitzhacke, ne? Genau, da brauchen wir die Spitzhacke. Gucken wir mal, Spitzhacke. 1, 2, er hat 3, er hat 1. Okay, jetzt kommt es drauf an. Wo, in welchem Haus haben wir noch Platz und wer wohnt da drin? Ich habe so viele Männer, ne? Nur Voislava ist als Holzfällerin dabei und die werde ich ja dann zusammenstecken mit Mirognif. Also brauchen wir auf jeden Fall eine Frau. Und genau, und die könnten wir doch mit dem Koch dann zusammenstopfen. Also das heißt, 2 Punkte müssen wir jetzt ja dann... Ja, ja. Ja, ist in Ordnung. Er wäre natürlich besser, aber ich denke mal, Zbislava, die wird auch irgendwann ausgebaut sein. So, Alter 22, bin gerade dabei und gerade wollte ich fragen, ob du dazu auch einen Siedler brauchst. Großartig, wir sehen uns dort. Also sie wird unsere Schöpferin, also Wasserschöpferin, Zbislava, Haus zuweisen und zwar beim Herrn Koch. Wunderbar. Und unser Koch ist ja 30 ist der, also 30, 22 ist doch okay. So, Arbeitsplatz zuweisen und zwar der Brunnen. Genau. So, der wird wahrscheinlich nur das Material fehlen, vermute ich jetzt mal. Geh nochmal auf Brunnen, bitte. Kein Material, ja, weil du Eimer brauchst, ne? 0,7. Braucht 0,7 Eimer. Der Holzschuppen, ne, warte mal, nicht Holzschuppen. Die Werkstatt stellt her 1,06, also im Grunde passt es schon. 1,06 Eimer pro Tag. Und ja, die Bretter kommen rein, das passt dann schon. Das ist schon okay. 0,7, ja. Taucht. Wir haben jetzt quasi nur noch 1, was da oben fehlt. Aber das werden wir schon hinkriegen. Oh. So. Jetzt fehlt nur die Quest hier. 65 Meter, 60 Meter, 50 Meter. Wo ist es? Was für Steinhaufen hier, ne? Boah, wenn ich denke, wie häufig ich das die Steine auf einfach geschmissen habe, dass ich da solche Steinhaufen habe. Die einzelnen Steine dann raus. So, gucken wir mal. Bist du das? Ach, wunderbar. Hallo, wie geht's? Hallo, ich bin hier, um den besonderen Stein für Tomilla abzuholen. Oh ja, ich habe schon auf Sie gewartet. Normalerweise würde ich ein einzigartiges Stück wie dieses nicht einfach einem Boten mitgeben. Aber du wirkst vertrauenswürdig. Geh nur bitte vorsichtig damit um. Danke, wir sehen uns. Bist du sicher, dass du mir den richtigen Stein gegeben hast? Er sieht ziemlich gewöhnlich aus. Vielleicht für das Auge eines Laien, aber glaube mir, er ist alles andere als gewöhnlich. Dieser Stein ist ein echtes Juwel, ein Sammlerstück. Wenn du das sagst, mach's gut. So, damit haben wir den überteuerten Stein. Ich denke, der hat sich halt einfach einen guten, gute Münze verdient. So, dann müssen wir als nächstes die Anschlagtafel untersuchen. Hallo, guten Tag. Die Anschlagtafel. Jetzt wollte ich nur mal gucken, ob wir nicht irgendwas noch verkaufen können. Händler. Händler da vorne. Ups, entschuldige. Da haben wir einen Pferdehändler, da haben wir einen Koch. Ich weiß nicht, verkaufen kann ich ja bei euch trotzdem was, ne? Bonanza, ah ne, Bozena, zeig mir deine Auslage. Bronzemesser, wie gesagt, das können wir verkaufen, weil ich tue mich mit einem Steinmesser genauso leicht mit einem Hasen zerlegen wie
mit dem Bronze, es hält natürlich länger, das ist klar. Aber pfeif drauf, Geld braucht man dringender. Also weg mit dem Bronzemesser. Und ich habe die Eimer noch einstecken, deswegen ist es blöd, ne? 1,5 Eisenachs, die wollte ich, was? 3,2 Münzen? Naja, gut. Besser als einmal gegen den Baum zu hauen und gar nichts haben, ne? Holzspeer, genau, Kupfersperre wollte ich verkaufen. Da verkaufen wir jetzt einfach mal den für 19,50. Und den hier, den ich gerade trage, den verkaufe ich. Also die sind schon nicht schlecht, weil die ja doch mehr Schaden machen wie jetzt die hier. Und wenn es hart auf hart kommt, dann ist es schon wichtig. Steinmesser, Steinpfeil, vergiftete Eisenpfeile. Oh, die könnten wir verkaufen. Das sind 100 Münzen immerhin, ne? Weg damit. So, das Fleisch könnte ich dir verkaufen. Kann ich ja wieder sammeln. Und vor allem, wir haben hier unsere Jäger. Federn verkaufe ich dir jetzt einfach mal. Das sind auch noch 10 Münzen. Und ansonsten war es das. Ja. Alles klar. So. Jetzt habe ich da noch ein Ausrufezeichen. Da könnten wir mal hinschauen. Aber das wird wahrscheinlich eine Tagesquest sein, ne? Schevia, da hockt der Hahn, ne? Und da die Hühnerlies. 98 Münzen. 820. Ach du, mit dir. Novoika, hallo. An was denkst du in letzter Zeit? Ist alles in Ordnung? Ah, ja, ich meine, ich mache mir nur Sorgen. Worüber machst du dir Sorgen? Ich mache mir um meinen Sohn Sorgen, Nistoy. Er ist, du hast es wahrscheinlich sowieso schon gesehen, er benimmt sich wie ein Huhn. Und er ist noch ein Kind. Genau, er ist noch ein Kind. Er ist 12. Ich denke, er ist allmählich wahrscheinlich an der Zeit, dass er sich darüber bewusst wird, zu welcher Art er gehört, verdammt nochmal. Entspann dich, was soll ich für dich tun? Ich weiß nicht, rede mit ihm, ja? Seit sein Vater damals gestorben ist, komme ich einfach nicht mehr zu dem Jungen durch. Ich werde so tun, ich werde sehen, was ich tun kann, reagiere nicht über. Okay, neue Quest, das verrückte Huhn. Ah, er hier. Küken, ach süß. Nistoy. Ich würde sagen, wir quatschen dann beim nächsten Mal miteinander. Ich sehe nämlich gerade, dass ich schon wieder voll über die Zeit drüber bin. Von daher, wir machen dann das mit dem Huhn das nächste Mal. Da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass euch der Part heute gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao.